Eben aus dem Gespräch und aus den Ergebnissen der Bundesregierung von gestern, diese ja doch sehr starken auch Einschränkungen ins Leben der Bürger, das ist ja eigentlich die perfekte Vorlage für so eine Freiheitspartei wie die FDP. Auf jeden Fall. Also man muss schon ganz klar sagen, wir reden ja immer noch über Grundrechtseinschränkungen, die natürlich einen gewissen Sinn auch zum jetzigen Zeitpunkt haben. Wenn aber dann Debatten über das Thema geführt werden, ob man jetzt Privilegien Menschen gibt, wenn man ihnen bestimmte Grundrechte wiedergibt, die ihnen auch zustehen, ist das auf jeden Fall für eine Bürgerrechtspartei wie die FDP eine Steilvorlage, die sie strategisch zu nutzen klug ist auf jeden Fall in diesem Jahr. Es geht ja um sehr viel für die FDP. Sind wir gespannt, ob es so kommt. Wir sprechen nach der Rede von Christian Lindner dann selbstverständlich noch mal länger weiter. So, Julia, Mensch, bei Ihnen im Opernhaus sieht es ein bisschen anders aus als sonst. Was können wir denn da jetzt tatsächlich erwarten von dieser nächsten Stunde bei der FDP? Es sieht nicht nur ungewöhnlich aus, es ist auch ungewöhnlich. Ungewöhnlich schon allein, dass ich hier alleine stehe. Denn normalerweise ist diese alte Staatsoper in Stuttgart ja pickepacke voll an dem FDP-Dreikönig. Da sitzen die Ränge eng gesetzt. Jeder, der Rang und Namen hat bei der FDP oder mal hatte, ist dann hier. Das ist so eine ganz besondere Stimmung. Und jetzt ist eben alles anders. Wir stehen hier in einem komplett leeren Opernhaus. Es sind, naja, lassen Sie mich raten, 30 Leute vielleicht insgesamt in diesem Gebäude. Und selber hier vor Ort, sie werden eben nur sein, Michael Theurer, der Landesvorsitzende von Baden-Württemberg, der FDP, und der Spitzenkandidat der baden-württembergischen Wahl und eben Christian Lindner. Das sind die einzigen Reden, die hier stattfinden werden, in dieser, Sie sehen es hinter mir, interessanten Bühnenoptik. Ich möchte das nicht mal so richtig Bühne nennen. Das hat was von Industrieromantik vielleicht. Die FDP selber nennt es, glaube ich, Werkstatt. Also das wird schon sehr seltsam werden, denn diese Veranstaltung findet komplett digital statt. Nur drei Reden sind eben hier. Es ist auch sehr gekürzt worden. Und das wird schon spannend sein zu sehen, ob es in irgendeiner Weise möglich ist für die FDP, für Christian Lindner, hier diesen Enthusiasmus, den er normalerweise immer versucht, zu Jahresbeginn, gerade jetzt mit Blick auf dieses Wahljahr, dann hervorzubringen, ob das in irgendeiner Weise gelingen kann. Denn Stimmung ist hier natürlich keine. Ja, dann lassen Sie uns doch mal auf Christian Lindner schauen. Wie ist denn seine Position in der Partei? Er war ja nun immer der Frontman der FDP. Ist er immer noch so uneingeschränkt mit all dem Rückhalt innerhalb der Partei? Naja, es war kein leichtes Jahr für die FDP, das muss man natürlich ganz klar sagen. Letztes Jahr hat Christian Lindner hier eine Motivationsrede gehalten. Da hat er große Worte gefunden, man müsse nach den Sternen greifen, groß denken. Naja, und dann kam eben das, woran wir uns alle erinnern. Dann kam Thüringen und dort hat sich Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Das hat zwar nicht lange gedauert, aber es hat der FDP einen richtigen Knacks versetzt, von dem sich die Partei auch nicht so richtig zu erholen scheint. Die Umfragen sind so zwischen 5 und 7, manchmal ist es 8% auf die sie im Moment kommen. Die FDP schafft es nicht so richtig Gehör zu finden in der Corona-Krise, denn das, was eben ihr Gast Florian Bauer gesagt hat, das funktioniert ja noch nicht so richtig. Die FDP hat lange gebraucht, um irgendwie eine Stimme zu finden jetzt in dieser Corona-Pandemie. Vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen, muss sich ja auch ändern, wenn man auf diese Wahlen schaut. Und Christian Lindner ist eben einfach derjenige, der vorne steht. Er ist nach wie vor der Mann, hinter dem die FDP steht. Viele hier sehen ihn natürlich auch immer noch als denjenigen, der die FDP wieder in den Bundestag gebracht hat, die FDP aus dem Tief geholt hat. Aber er ist nicht mehr der Umjubelte. Natürlich gibt es niemanden, der jetzt kurz vor diesen ganzen Wahlen an seinem Stuhl sägen würde. Das wäre ja ziemlich verrückt von der FDP, das zu machen. Aber man merkt schon ein bisschen, dass da langsam Person mit den Hufen scharren für die Zeit danach. Christian Lindner hat ja sehr klar gesagt, was sein Ziel ist jetzt für dieses Wahljahr. Das wird er sicherlich auch gleich in seiner Rede sagen. Er möchte die FDP in die Regierung führen. Und schauen wir mal, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Ich glaube, dafür munitionieren sich im Moment schon einige in der FDP. Jetzt hat er der Deutschen Presseagentur ein längeres Interview gegeben und hat gesagt, es gibt einen grundlegenden Erneuerungsbedarf in diesem Land, in Deutschland. Wir stehen vor vielen grundsätzlichen Grundsatzfragen. Da frage ich mich natürlich, na, welche Antworten hat denn die FDP darauf? Denn gehört habe ich davon bisher noch nicht viel.
Ja, gute Frage. Mal schauen, ob wir gleich in seiner Rede ein bisschen was davon hören werden. Es soll hier vor allem mit den Schwerpunkten, das hat man uns vorher verraten, gehen um die Wirtschaft, um auch die Wirtschaft, um den Haushalt, der jetzt deutlich angeknackst ist durch die Corona-Krise. Themen wie Bildung und Digitalisierung, die stehen da. Das ist für mich jetzt erstmal noch nicht so richtig neu. Da müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Antworten kommen, was die Bewältigung der Krise angeht. Die FDP braucht ein positives Narrativ sozusagen für diese Bewältigung der Krise. Es hat jetzt lange war es immer ein, naja, das gefällt uns nicht, das gefällt uns nicht. Grundsätzlich tragen wir viele Dinge mit. Es gibt ja schließlich auch Regierungen, die die Beschlüsse in der Corona-Pandemie mittragen, wo die FDP eben mitregiert. Aber da braucht es tatsächlich so eine positive nach vorne Bewegung. Ich finde ganz interessant, dass zwei gerade aus der FDP einen Artikel geschrieben haben, einen Gastbeitrag in der Welt verfasst haben. Konstantin Kuhle und Johannes Vogel, beide Generalsekretäre. Und die haben etwas formuliert, das man schon auch als Kritik an der FDP, vielleicht auch an Christian Lindner lesen kann. Da geht es nämlich darum, dass man mal positiv nach vorne denken soll, auch bei solchen Themen wie zum Beispiel Klima. Dass man nicht bei neuen oder vermeintlich neuen Themen immer sagt, nee, das ist so Zeitgeist, das ist nichts für die FDP, sondern eben nach vorne denkt. Da merkt man wieder, es gibt eben auch die, die neue Themen in die FDP reinbringen wollen. Julia, ich hole mal hier Konstantin Wurtmann, Politikwissenschaftler der Universität Düsseldorf, doch noch mal mit ins Boot. Also wenn ich das lese in diesem Interview mit der dpa, dass Christian Lindner sagt, naja, die Frage der Freiheitseinschränkungen wird immer dringlicher, die Frage auch der wirtschaftlichen Erholung nach Corona, da sage ich, naja gut, also das ist irgendwie selbstverständlich. Das ist für mich noch keine inhaltliche Antwort. Also wenn Christian Lindner uns hört, er ist herzlich eingeladen, hier auch zu uns bei Phoenix zum Interview zu kommen. Aber was machen Sie denn daraus? Was nehmen Sie denn da mit? Wo ist der Inhalt? Also ich glaube, dass natürlich in einer derzeitigen Situation, wo wir wirtschaftlich vor enormen Herausforderungen stehen, natürlich die FDP bestimmte fachliche Kompetenzen auf jeden Fall in diesem Bereich natürlich auch mitbringt und ihr auch sehr hohe Glaubwürdigkeitswerte dort durchaus zugesprochen werden. Und Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, genau das, worum es auch bei diesem Bundestagswahlkampf gehen wird. Menschen wählen natürlich auch Parteien oder Politiker, denen sie vertrauen und denen sie die Sachkompetenz bei dringlichen Problemen zu sprechen. Hat man bei den Grünen zuletzt gesehen, auch bei der Europawahl. Man kann auch durchaus erwarten, dass ähnliche Effekte sich vielleicht bei der kommenden Bundestagswahl abzeichnen. Zumindest werden die kommenden Landtagswahlen erste Testphasen dafür sein. Mhm. Dann gehen wir noch mal rüber zu Ihnen, Julia. Bei Ihnen im Opernhaus scheint es jetzt so langsam loszugehen. Ja, genau. Es geht langsam los. Im Moment laufen Einspieler, die die FDP vorbereitet hat. Da werden auch diejenigen sprechen, die normalerweise hier große Auftritte haben. Also Volker Wissing zum Beispiel wird eben in einem kurzen Film, in einer Videobotschaft etwas sagen. Das ist ja schon interessant auch, dass der neue Generalsekretär nicht hier bei Drei König seine erste große Rede halten kann, sondern das eben dann per Video macht. Aber wir können gerne mal reinschauen, wenn Sie mögen. Ich müsste mich dafür mal einmal umdrehen. Gerne. Es gibt viele Städte dieser Welt, sei es in Südamerika oder in Asien, wo die Luftqualität einfach nicht geeignet ist. Bei Hausmann und Hummel haben wir einige Medien- und Filtertechnologien entwickelt, die wir diese Luftqualität dann verbessern. Jetzt in der Winterzeit bleiben ganz viele Arbeitnehmer zu Hause, weil sie einen grippalen Infekt haben. Und wenn ich das verhindern kann, wenn ich solche Lösungen zur Verfügung stelle, amortisiert sich das relativ schnell. Meine Damen und Herren, der Sackgassenweg der Hightech-Medizin verstärkt sich durch den Einsatz der Gentechnik. In ihren Möglichkeiten weit überschätzt, hat sie im Einzelfall bei einigen Medikamenten und Diagnostika einen bedingten Nutzen. Das sagen nicht wir Freie Demokraten. Das war aus dem Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl 1998. Hätten sich die Gründer von BioNTech und CureVac, den erfolgreichen Herstellern der Corona-Impfstoffe, an diese Dinge gehalten, dann hätten sie ihr Unternehmen nicht gründen können. Wäre das Gesetzeslage gewesen, dann gäbe es heute noch keinen Corona-Impfstoff. Wer Impfen und Gentechnik ablehnt, der gehört nicht ins Kanzleramt. Die Grünen, meine Damen und Herren, sind keine Partei des technologischen Fortschrittes. Und wenn ich mir die Bilder von dem letzten grünen digitalen Parteitag anschaue und in Erinnerung rufe, da sitzen dann die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck
in einer Sofakulisse wie im deutschen Spießerwohnzimmer. Und es fehlt für die Vollendung des scheinbaren Idylls im Grunde genommen nur noch der gemalte, rührende Hirsch an der Wand. Das, meine Damen und Herren, ist eine Absage an technologischen Fortschritt. Das ist neues Biedermeier in seiner schlimmsten Form. Ob Wasserstoff, ob Luftfilter, ob Impfstoffe, viele Probleme der heutigen Zeit lassen sich nur durch modernste Technologie, durch technologisch-innovatorischen Fortschritt lösen. Meine Damen und Herren, es ist fatal, ja eine Katastrophe, dass der Impfstart in Deutschland so holprig war. Wir brauchen schnell mehr ausreichend Impfstoffe. Hier ist die Bundesregierung gefordert und es ist ja kein Zufall, dass die Kanzlerin heute einen Krisengipfel dazu veranstaltet. Gäbe es keine Impfstoffkrise, bräuchte man auch diesen Gipfel nicht. Hoffentlich gelingt es, die Versäumnisse noch aufzuholen, denn wir brauchen den Impfstoff. Auf ihm ruht, meine Damen und Herren, die Hoffnung des Jahres 2021. Mit dieser Hoffnung verbindet sich auch eine Chance auf die Renaissance des Vertrauens in den wissenschaftlich-innovatorischen Fortschritt. Mein Credo lautet: Ja zur Technologie, ja zum Fortschritt, ja zur Zukunft. Es gibt die Chance auf eine neue Moderne, meine Damen und Herren, und es gibt keine Partei in Deutschland, die sich so klar zum technologisch-innovatorischen Fortschritt, zur Wissenschaftsfreiheit, zur Technologieoffenheit bekennt, wie wir, die Freien Demokraten. Apropos Impulse für dieses Land. Der Daimler-Betriebsratschef wird zitiert mit den Worten: In den Werken zittern die Beschäftigten und haben Angst um ihre Zukunft. Denn Daimler verlegt seine Produktion für die Verbrennungsmotoren nach China. Die Grünen haben uns ja immer erzählt, wir müssten auf die Batterie alleine setzen, was die Antriebe in den Autos angeht, weil die Chinesen auf die Batterie setzen. Das war immer das Argument, warum die klimaneutralen, CO2-freien Kraftstoffe, die E-Fuels für den Verbrenner und Wasserstoff für die Brennstoffzelle keine Chance bekommen sollten, wenn es nach den Grünen gegangen wäre. Jetzt werben die Chinesen bei Opel in Rüsselsheim, die deutschen Ingenieure, die den Verbrennungsmotor gebaut und konstruiert haben, ab. Ja, und die Chinesen werben von Daimler und von BMW sogar die ganzen Produktionswerke nach China ab. Währenddessen wird in Brandenburg die Tesla-Fabrik nicht fertig, weil die Grüne Liga dort dagegen klagt und protestiert. Die Grüne Liga besteht übrigens auch aus Ortsverbänden der Grünen. Ich sage, wer am Sonntag für das Elektroauto predigt, der darf am Montag nicht gegen Batterieproduktion demonstrieren. Mit einem Missverständnis will ich hier aber auch mal aufräumen. Die Grünen sind ja nicht alleine schuld an der Zerstörung der deutschen Automobilindustrie. Immerhin sitzen sie seit 16 Jahren im Bundestag, im Bund in der Opposition. Die CDU-geführte Bundesregierung mit Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze zerstört die deutsche Automobilindustrie durch die einseitige Fokussierung auf die batteriebetriebene Elektromobilität und durch Kaufprämien. Und die CDU-geführte EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die besorgt den Rest mit flotten Grenzwertbestimmungen über die Euro-7-Norm, die praktisch zu einem Aus für den Verbrennungsmotor führen. Wir lehnen eine solche Politik als falsch ab. Wir setzen auf Technologieoffenheit. Wir setzen auf die Wasserstoff-Brennstoffzelle und auf die Zukunft des Verbrennungsmotors, den wir durch synthetische Kraftstoffe, durch die Wasserstoff-Kraftstofftechnologie klimaneutral machen wollen. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass unsere Kinder auch in Zukunft in Wohlstand leben können. Deshalb brauchen wir ein Umdenken und ein Umlenken. Unser Motto heißt, wir wollen stärker aus der Corona-Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Die offen zutage getretenen Versäumnisse, vor allen Dingen bei der Digitalisierung, die müssen beseitigt werden. Und meine Damen und Herren, wir müssen auch dafür sorgen, dass Wachstum und Beschäftigung in Zukunft gesichert werden kann. Denn ohne Wachstum können die riesigen Staatsschulden, die die Große Koalition jetzt aufgetürmt hat, auch nicht mehr abgetragen werden. Über 200 Milliarden Verschuldung in diesem Jahr, 180 Milliarden Neuverschuldung im nächsten Jahr, das sind schwere Hypotheken für die künftige Generation.
Und es wird ja Geld ausgegeben, als gäbe es kein Übermorgen. Die Deutsche Bahn fährt praktisch heiße Luft durch das Land mit leeren Zügen, die zwar pünktlich sind, aber der Bahnchef Lutz versenkt Milliarden etwa mit dem britischen Unternehmen Arriva, das er als Finanzchef selber gekauft hat. In der Privatwirtschaft wäre eine solche Fehlinvestition entsprechend sanktioniert worden. Aber beim Staat wird man dann sogar noch zum Chef befördert. Das kann nicht so weitergehen. Hier brauchen wir eine politische Kurskorrektur in Deutschland. Wir brauchen eine Politik, die rechnen kann und die die künftigen Generationen nicht vergisst. Jetzt erwarten wir, dass natürlich sind SPD, Grüne und Linkspartei da schon kräftig unterwegs. Eine Steuererhöhungsdiskussion kommt. Eine Vermögensabgabe soll eingeführt werden. Eine Vermögensteuer soll praktisch jetzt eingeführt werden, weil es angeblich anders nicht ginge, um die Schulden abzutragen. Wir sagen, wir brauchen keine neuen Steuern. Wir brauchen keine Steuererhöhung. Im Gegenteil, das wäre Gift für die Konjunktur. Was wir brauchen, ist Wachstum und Beschäftigung. Wir brauchen faire Rahmenbedingungen, vor allen Dingen für kleine und mittlere Unternehmen. Denn ansonsten kommt nach den Infektionswellen die Insolvenzwelle. Wir laufen Gefahr, dass weite Teile des Mittelstandes hinweggefegt werden. Denn die Hilfen für die kleinen und mittleren Unternehmen kommen nicht an. Dagegen werden Großkonzerne, Lufthansa, TUI und andere mit Milliarden unterstützt. Es kann nicht sein, dass bei Großkonzernen der Bundesadler kommt, aber bei den kleinen und mittleren Unternehmen der Pleitegeier. Meine Damen und Herren, auch hier brauchen wir dringend einen Kurswechsel. Die soziale Marktwirtschaft hat sich in der Krise bewährt, aber sie muss eben auch wieder zur Wirkung gebracht werden. Meine Damen und Herren, den Angestellten von kleinen und mittleren Unternehmen muss es wieder blanke Hohn vorkommen, wenn sie keine Entschädigungen bekommen für die staatlich verordneten Betriebsschließungen. Nach den Infektionsketten kamen die Interventionsketten des Staates. Wir sagen, diese Interventionsketten des Staates müssen beendet werden. Wenn der Staat eingreift und Betriebe schließt, dann muss er das auch ausgleichen. Es ist erforderlich, dass die Regierung endlich eine Entschädigungsregelung erarbeitet und vorlegt. Wir haben als FDP konstruktive Vorschläge gemacht, etwa den Verlustrücktrag, die negative Gewinnsteuer. Wenn Verluste aus der Corona-Zeit zurückgetragen werden könnten auf die Vorjahre, dann erhielten die Unternehmen dringend benötigte Liquidität vom Finanzamt. Und das sichert Unternehmen und vor allen Dingen die Arbeitsplätze. Meine Damen und Herren, auch die stabilste Wirtschaft kann nicht alles aushalten. Wenn das so weiterläuft wie jetzt, befürchten wir, dass Millionen von Arbeitsplätzen gefährdet sind. Das wollen wir verhindern. Unser Credo heißt: Entlasten von Steuern und Abgaben, entfesseln von unnötiger Bürokratie und investieren in die Zukunft, in die Bereiche Digitalisierung, vor allen Dingen des Bildungswesens, aber eben auch der Gesundheitsämter, der Meldeketten, eine funktionierende Corona-Warn-App und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Was in Estland möglich ist, das muss eben auch in Deutschland möglich sein. Wir kämpfen dafür, meine Damen und Herren, dass es in Zukunft noch viel mehr Biotechnologie, eine moderne pharmazeutische Industrie hier in Deutschland gibt, Medizintechnik, künstliche Intelligenz. Wir wollen, dass dies alles made in Baden-Württemberg, made in Deutschland möglich ist. Und dafür brauchen wir einen politischen Impuls für unser Land. Meine Damen und Herren, wir beginnen dieses Jahr hier mit dem digitalen Dreikönigstreffen. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, unter schwierigsten Bedingungen diese Veranstaltung eben jetzt digital zu starten. Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr alles Gute. Und ja, wir sehen in großer Sorge die Entwicklung der Infektionszahlen. Wir glauben, dass es jetzt erforderlich ist, dass die Bürgerinnen und Bürger eben gemeinsam mitmachen und dass wir freiwillig und ohne staatlichen Zwang es erreichen, durch ein vernünftiges Verhalten mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln die Infektionsketten zu brechen. Ich darf nun unseren Generalsekretär Dr. Volker Wissing, den erfolgreichen Wirtschaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz, um sein Grußwort bitten. Manche behaupten, Freiheit und Eigenverantwortung seien aus der Mode gekommen.
Oder dass Freiheit nur ein Luxus sei, den man der Gleichheit oder der Sicherheit opfern müsse. Was für eine Ignoranz. Gerade die unfreien Staaten sind auch die unsichersten. Und Aufstiegschancen und Gerechtigkeit für jeden Einzelnen sind nicht in den autoritären Staaten zu finden. Die Menschen, die in Minsk, in Hongkong oder anderswo auf der Welt unter Gefahr für ihr Leben auf die Straße gehen und für Freiheit kämpfen, zeigen uns, Freiheit ist kein Luxus. Das dachten auch die Vorkämpferinnen und Vorkämpfer des deutschen Liberalismus, in deren Tradition wir stehen. Männer und Frauen, die auf dem Hambacher Schloss 1848 in Berlin und seit 1866 am Dreikönigstag für Freiheit einstehen. Für die Zukunft ihrer Kinder, für Meinungsfreiheit, für Vielfalt und Toleranz, für Freiheit zur Verantwortung. Deshalb findet auch in diesen besonderen Zeiten unser Dreikönigstreffen am 6. Januar statt. Ein anderes Format, ein anderer Ablauf. Aber eines bleibt: Das Licht der Freiheit strahlt von Stuttgart aus in die ganze Republik. Deutschland ist ein freies Land. Das lassen wir uns von niemand ausreden. Freies Denken, freie Rede, freie Wahlen. All das ist die Voraussetzung für einen weltweit erfolgreichen Mittelstand, für Innovation und Forschung und für kreative Start-ups. Das Vertrauen der Menschen in Wettbewerbsstrukturen, Toleranz, die Kreativität der Einzelnen macht unser Land stark. Mit unserer freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft erwirtschaften wir die Grundlagen für die Hilfe in der Not, für Bildung, für Universitäten und für ein Gesundheitssystem, um das uns die Welt beneidet. Deshalb kämpfen wir gegen zu hohe Staatsverschuldung, gegen höhere Steuern, gegen übertriebene Verbote und Regulierung. Wir kämpfen für Freiheit, für Toleranz, für Meinungsvielfalt und gegen Vorurteile. Wo Freiheit schleichend schwindet, steht all das auf dem Spiel. Nichts ist selbstverständlich. Es geht uns alle an. Freiheits- und Grundrechte der Menschen eben genauso zu wahren. Darin sehen wir als freie Demokraten unsere Aufgabe, in der richtigen Balance zwischen notwendigem Gesundheitsschutz einerseits und der Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte andererseits. Meine Damen und Herren, wie hier im Staatstheater, wo heute keine Zuschauerinnen und Zuschauer sein können, sind in Deutschland die Theater geschlossen, die Kinos geschlossen, sind die Gaststätten zu, sind viele Hotels zu. Und jetzt eben auch die Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen. Unsere Spitzenkandidaten in den Ländern, in denen Landtagswahlen anstehen, haben sich vor Ort mit dieser Situation auseinandergesetzt. Sie kämpfen für die richtige Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten und sie fordern eine Zukunftsperspektive für die Menschen in unserem Land ein. Dafür kämpft Daniela Schmidt in Rheinland-Pfalz, Lydia Hüskens in Sachsen-Anhalt und Hans-Ulrich Rühlke hier in Baden-Württemberg. Tatenlos zuschauen, am Rande stehen, das bin ich nicht. Mir war es schon immer wichtig, mich einzubringen, mich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Mir ist es nicht egal, wie das Land sich entwickelt. Und wenn wir alle Chancen nutzen, auf Forschung und Entwicklung setzen, auf Innovation, dann bin ich sehr zuversichtlich für Rheinland-Pfalz. Und so sind auch die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Sie engagieren sich ehrenamtlich. Wir sind deutsche Meister im Ehrenamt. Sie bringen sich gesellschaftlich ein. Und unsere zahlreichen Handwerker und Händler, aber auch die Mittelständler und die Industrie, sie alle tüfteln, sie entwickeln, sie produzieren und sie handeln. Und sie sind traditionell verwurzelt, aber andererseits auch auf den Weltmärkten erfolgreich unterwegs. Und es ist ganz bestimmt kein Zufall, dass der Impfstoff gegen die Corona-Pandemie hier aus Rheinland-Pfalz kommt.
Eine ganz wunderbare Erfolgsgeschichte. Und das zeigt, wir sind offen für Neues und wir bieten gute Rahmenbedingungen. Und es zeigt, wie aus der Idee eines Einzelnen was ganz, ganz Großartiges werden kann. Und was aus tiefer Verantwortung für die Gesundheit und die Pandemiebewältigung gilt, das gilt auch für unsere soziale Marktwirtschaft, die durch beste Bildung und einen fairen Wettbewerb großartige Aufstiegschancen ermöglicht. Packen wir gemeinsam für Rheinland-Pfalz an, denn es geht uns alle an. Nach Sachsen-Anhalt bin ich vor etwa 30 Jahren gekommen. Für mich war es das Land von Hans-Dietrich Genscher, seine Heimat. Es war ein Land im Aufbruch, ein Land der Vielfalt, ein Land der Chancen. Ich lebe jetzt seit 1992 mit meinem Mann und unseren Söhnen in Magdeburg und arbeite in Halle. Ich kenne und ich schätze unser Land und seine Menschen. Manche Menschen teilen Deutschland immer noch in Ost und West. Manche betonen die Gegensätze. Es gibt Menschen, für die Freiheit nichts wert ist, die uns einreden wollen, dass man mit Verboten, mit Politik, mit Vorgaben des Staates, mit einem Steuern aus der Exekutiven heraus mehr erreichen kann, als wenn man auf die Verantwortung der einzelnen Menschen setzt. Sie wollen uns einreden, dass die Mitte in Deutschland verloren ist. Manche wollen den Osten links liegen lassen. Wir nicht. Wir setzen auf die Menschen. Wir setzen auf die Vernunft. Wir setzen auf die Kreativität und das Engagement. Dafür setzen wir uns in Sachsen-Anhalt ein. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass junge Menschen die beste Bildung bekommen, die wir ihnen geben können. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass das Land hervorragend digitalisiert ist, sodass man überall in seiner Fläche auch arbeiten und leben kann. Deshalb wollen wir auch den Zank und Streit in der Landesregierung beenden. Sachsen-Anhalt braucht eine starke Mitte und dafür wollen wir uns in Zukunft einsetzen. Sachsen-Anhalt braucht Zukunft. Jede Meinung zählt, jede Stimme wirkt. Es geht uns alle an. Die Corona-Krise hat unser Land fest im Griff. Beispielsweise das Hotel- und Gaststättengewerbe. Dieses wundervolle Ausflugslokal an diesem wunderschönen See in meinem Wahlkreis ist geschlossen und hat auch wenig Perspektiven, in den nächsten Wochen zu öffnen. Aber ich glaube, mit dem jetzt beginnenden Jahr 2021, mit dem Dreikönigsfest, das ja ein Fest der Verheißung ist, wollen wir uns alle vorbereiten auf ein besseres Jahr, auf ein Jahr, in dem alle Gesellschaftsbereiche wieder öffnen, die Gastronomie, der Handel, der Sport, die Kultur. Das ist notwendig in diesem Jahr 2021. Und diesen Optimismus wollen wir auch in Baden-Württemberg in die anstehende Landtagswahl tragen. Das Jahr 2021 soll ein besseres Jahr werden. Es soll ein Jahr des Optimismus werden. Ein Impuls soll durch unser Land gehen. Ein Impuls, der unseren Wahlkampf trägt. Ein Impuls, der auch eine künftig bessere baden-württembergische Landesregierung unter FDP-Beteiligung tragen wird. Es geht uns alle an. Es geht uns alle an. Das, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ist das Leitmotiv einer Corona-bedingt etwas anderen Dreikönigsveranstaltung vor den immer noch imposanten, aber leider leeren Rängen des Stuttgarter Staatstheaters im Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Freunden ein erfolgreiches, glückliches, aber natürlich vor allem gesundes Jahr 2021. Möge dieses Jahr als das in die Geschichte eingehen,
in dem die Menschheit die Corona-Krise überwunden hat. Das Jahr 2021 wird ein Jahr des Kampfes gegen diese Corona-Krise. Die FDP wird ihre Beiträge leisten und wir werden weiterhin darauf achten, dass wesentliche Entscheidungen nicht im stillen Kämmerlein von Regierenden auf dem Verordnungswege getroffen werden, sondern dort, wo diese Entscheidungen hingehören, ins Parlament, nach streitigen Debatten vor dem Auge der Öffentlichkeit und am Ende einer Abstimmung. Das Jahr 2021 ist aber auch ein Superwahljahr mit einer Bundestagswahl, einer Reihe von Landtagswahlen, so auch am 14. März in Baden-Württemberg. Der Landtag ist neu zu wählen, die Macht im Land neu zu verteilen und nach 5 Jahren Bilanz zu ziehen zum Wirken einer grün-schwarzen Landesregierung. Diese grün-schwarze Landesregierung hat 5 Jahre lang das Land in wesentlichen Bereichen nicht vorangebracht. Nehmen wir die Bildung. Die baden-württembergischen Schülerinnen und Schüler sind in allen Bildungsrankings immer mehr abgesunken. Nehmen wir die Digitalisierung. Es ging insbesondere im ländlichen Raum nicht voran. Und nehmen wir vor allem die zentrale Herausforderung unserer Wirtschaft, nämlich die Gefahr eines Strukturbruches in der Automobil- und Zulieferindustrie. Hier hat diese grün-schwarze Landesregierung keine Antworten gefunden. Der Philosoph Friedrich Nietzsche muss diese Landesregierung vor Augen gehabt haben, als er einst schrieb: Die Langsamen in der Erkenntnis meinen häufig, die Langsamkeit gehöre zur Erkenntnis. Wir brauchen einen neuen Impuls für Baden-Württemberg, einen Impuls für unser Land. Die FDP ist bereit, im anstehenden Wahlkampf diesen Impuls zu setzen. Wir haben deshalb am gestrigen Tag bei unserem Parteitag 5 wesentliche Wahlprüfsteine beschlossen. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir in Baden-Württemberg Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Uns geht es um Inhalte, nicht um reine Machtausübung. Der erste Themenkreis ist die Frage, ob es gelingt, in Baden-Württemberg unsere Schlüsselindustrie des Automobilbaus und der Zulieferer im Wege eines Strukturwandels in eine Zukunft zu führen oder ob ein Strukturbruch droht. Das CDU-Mitglied Ursula von der Leyen bringt als EU-Kommissionspräsidentin die Euronorm 7-Pläne auf den Weg. Diese Euronorm 7-Pläne sind der Versuch, den Verbrennungsmotor zu vernichten. Die Vernichtung des Verbrennungsmotors führt zum Verlust zigtausender Arbeitsplätze in Baden-Württemberg. Das ist ein Morgentauplan für unser Land. Das muss verhindert werden. Wir wollen den Verbrennungsmotor nicht vernichten, sondern wir wollen ihn in eine umweltfreundliche Zukunft bringen. Das Problem ist nicht der Verbrennungsmotor. Die Frage ist, wie kommen wir weg von fossilen Kraftstoffen? Und da ist es keine Lösung, einfach politisch zu verordnen. Die batterieelektrische Mobilität ist das Einzige, was in Zukunft noch zählen darf. Der Verbrennungsmotor muss im Spiel bleiben. Wir haben 3 wesentliche Zielsetzungen bei einer Mobilitätspolitik der Zukunft. Wir brauchen die individuelle Mobilität für die Menschen, die das wollen. Wir brauchen den Erhalt von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Und wir brauchen echte Klimafreundlichkeit. Und hier ist der Verbrennungsmotor in allen Bereichen der batterieelektrischen Mobilität überlegen. Er garantiert eine größere Reichweite und mehr Flexibilität. Er erhält aufgrund seiner Fertigungstiefe und aufgrund unserer technologischen Kompetenz weitaus mehr Arbeitsplätze. Und er ist auch auf den Lebenszyklus hin betrachtet umweltfreundlicher. Wenn man die Waren,
CO2-Werte in die Bilanz einfließen lässt und nicht, wie Regierende in Berlin und Brüssel, dies bei der batterieelektrischen Mobilität einfach unter den Teppich kehrt. Deshalb liegt die Zukunft des Verbrennungsmotors in synthetischen Kraftstoffen und im Thema Wasserstoff. Das Thema Wasserstoff ist überhaupt das zweite große Zukunftsfeld für uns. Wer die Energiewende schaffen will, wer die Verkehrswende schaffen will, wer die Klimaziele erreichen möchte, der kommt um das Thema Wasserstoff gar nicht herum. Denn es wird notwendig werden, Energieträger dort zu nutzen, wo sie Sinn machen. Es kann nicht die Lösung unserer Probleme sein, in Baden-Württemberg immer mehr Windräder aufzustellen. Wir brauchen beispielsweise die Wasserkraft in Skandinavien. Wir brauchen die Windkraft onshore oder offshore am oder im Meer. Und wir brauchen Projekte wie DesertTech, wo Sonnenenergie im Süden, dort wo die Sonne scheint, produziert wird. Und dann müssen wir diese erneuerbaren Energien in grünen Wasserstoff umwandeln und den Wasserstoff am Ende dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Das dritte große Feld ist die Digitalisierung. Wir haben festgestellt, dass die grün-schwarze Landesregierung insbesondere bei der Digitalisierung des ländlichen Raums kaum vorangekommen ist. Wir haben festgestellt, es gibt Nachholbedarf bei der öffentlichen Verwaltung. Es muss doch auch in Baden-Württemberg möglich werden, ein Unternehmen rein digital und das sehr schnell zu gründen, wie das beispielsweise in Estland der Fall ist. Und vor allem im Bildungsbereich hat die Corona-Krise die Defizite aufgedeckt. Der große Liberale Ralf Dahrendorf hat in den 1960er Jahren die Gerechtigkeitsfrage im Bildungswesen aufgeworfen. Jetzt stellt sie sich neu. Und diese Gerechtigkeitsfrage ist eine Digitalisierungsfrage. Dort, wo junge Menschen in Regionen leben, die digital gut angebunden sind, wo sie leistungsfähige digitale Endgeräte haben und wo die Eltern darauf achten, dass der Fernunterricht auch angenommen wird, dort übersteht man die Corona-Krise im Bildungswesen. Aber Kinder und junge Menschen, die diesen Vorteil nicht haben, werden zu den echten Verlierern dieser Corona-Krise und des Bildungswesens in Baden-Württemberg. Überhaupt das Bildungswesen. Das vierte große Thema. Die Entwicklung aller Rankings zeigt, dass die FDP immer auf dem richtigen Weg war, indem sie dafür plädiert hat, auch in Zukunft ein vielfältiges und differenziertes Schulsystem, das gleichzeitig durchlässig ist, gegenüber einem Einheitsschulwesen zu präferieren. Wir brauchen nicht die eine Schule für alle, sondern wir brauchen für jedes Kind die richtige Schule. Und da muss das berufliche Bildungswesen gleichwertig werden. Natürlich brauchen wir die Akademiker. Wir brauchen den Ingenieur und die Betriebswirtin. Aber wir brauchen auch den Handwerker und die Facharbeiterin. Unser Arbeitsmarkt, und das ist das fünfte zentrale Thema, braucht Zuwanderung, braucht Kompetenz. Es ist endlich an der Zeit, ein zeitgemäßes Einwanderungsgesetz zu beschließen. Diejenigen sind bei uns herzlich willkommen, die Fähigkeiten haben, die leistungsbereit sind und die unsere Spielregeln beachten. Und wenn ein Flüchtling bereits hier ist und diese Voraussetzungen erfüllt, dann wollen wir ihm auch den Spurwechsel ermöglichen. Aber diejenigen, die nicht leistungsbereit sind, die nicht an unserem Wohlstand mitwirken wollen und die unsere Spielregeln nicht akzeptieren, die müssen auch wieder gehen. Das, meine Damen und Herren, sind die inhaltlichen Vorstellungen der FDP für einen Impuls für das Land Baden-Württemberg für die Jahre 2021 bis 2026. Wir sind bereit, mit anderen demokratischen Kräften darüber zu reden. Was wir ausschließen, das ist die Zusammenarbeit mit Radikalen von der rechten wie von der linken Seite. Aber bei der Kooperation mit demokratischen Parteien gehen wir nicht nach Farben, sondern nach Inhalten. Wer bereit ist, diese Wahlprüfsteine
mit uns gemeinsam zu praktischer Politik zu machen, sie umzusetzen für einen Impuls für unser Land, der ist uns herzlich willkommen. In diesem Sinne bitte ich um Ihre Unterstützung für den Wahlkampf, der ansteht, sodass die FDP in den nächsten Jahren für Baden-Württemberg von der Regierungsbank aus Politik machen kann, für ein besseres Baden-Württemberg und seine Menschen. Ergebnisse. Nicht hier für Nebensächliches. Ich bin hier für den Wettbewerb um die besten Ideen. Hier für die Menschen in unserem Land. Hier, um dem Status quo Tschüss zu sagen. Verantwortung zu übernehmen. Ich bin hier für einen neuen Impuls. Ein ungewöhnliches Bild. Und vielleicht, meine Damen und Herren, empfinden es manche von Ihnen auch verstörend. Hier findet normalerweise das kulturelle Leben statt. Hier begrüßen wir traditionell unsere Gäste zum neuen Jahr und wünschen alles Gute für die anstehenden Monate. So auch in diesem Jahr. Auch in diesem Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien Glück und Gesundheit. Viele von Ihnen sind in Sorge um die eigene Gesundheit und um die lieber Menschen. Viele fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz und um die Zukunft unseres Landes. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam hoffen und daran arbeiten, dass dieses Jahr 2021 am Ende besser zu Ende gehen wird, als es begonnen hat. Am Neujahrsgruß hat sich nichts verändert, aber er findet unter anderen Bedingungen statt. Vor leeren Rängen, vor freien Plätzen. Und das ist durchaus ein Symbol für die Situation unseres Landes. Vielleicht fragen Sie sich, wenn ohnehin das Staatstheater leer ist, warum übertragen die Freien Demokraten dann nicht die Reden vorproduziert aus Berlin? Warum dann eine Veranstaltung in Stuttgart vor leeren Rängen? Das hat nichts zu tun mit einer Anhänglichkeit gegenüber dem Ort oder einer Tradition allein, sondern das Festhalten an diesem Dreikönigstreffen, das ist zugleich eine Botschaft, dass wir nicht nur an einer Veranstaltung festhalten wollen, sondern in der Pandemie auch an den Werten, die uns ausmachen, nämlich dem Einsatz für ihre Grundrechte und für ihre Freiheit. Wir sind unverändert bedroht durch eine Pandemie. Corona hat mehr Macht über uns als wir über das Virus. Es ist eine gefährliche Erkrankung. Es geht kein Weg daran vorbei. Wir müssen weiter Kontakte beschränken, Abstand halten, Maske tragen, die Warn-App nutzen, lüften, einfach umsichtig sein. Darum bitte ich Sie auch im Namen der Freien Demokraten. Aber wir sehen, dass es auch einen besorgniserregenden Verlauf dieser Erkrankung trotz der Maßnahmen gibt. Die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und leider auch die Zahl der Sterbefälle ist gestiegen. Insbesondere bei den besonders gefährdeten Menschen sehen wir es, bei betagten und hochbetagten Menschen, bei Menschen mit Vorerkrankung, bei Menschen mit einer Behinderung im Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen. Wir haben in den vergangenen Monaten regelmäßig Vorschläge gemacht, um die besonderen Risikogruppen, die Menschen, die ein besonders hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes tragen, auch in besonderer Weise zu schützen. Um das Wort der Bundeskanzlerin aufzunehmen, nach unserer Überzeugung sollte dort die nationale Kraftanstrengung liegen. Wir haben gefordert, kostenfrei die besonders schützenden FFP2-Masken zu verteilen.
Schnelltests beim Zugang in Einrichtungen zu organisieren, exklusive Einkaufszeitfenster im Handel, Taxigutscheine für notwendige Gänge, damit man nicht den Bus benutzen muss. Und leider wurde uns zu oft in den letzten Monaten gesagt, dass das entweder nicht ginge oder schon längst gemacht würde. Wir wissen heute, vieles von dem, was möglich ist, kam zu spät. So sehr es zu begrüßen ist, dass gestern die Bund- und Länderrunde eine neue Strategie für Schnelltests in Pflegeeinrichtungen einführen will, so gut wäre es doch gewesen, früher bereits das besondere Augenmerk auf den Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen zu lenken. Das ist nicht nur unsere moralische Verpflichtung, sondern das wäre zugleich auch ein Baustein, um Schritt für Schritt wieder öffentliches und wirtschaftliches Leben zu ermöglichen. Dass unsere Vorschläge und die Maßnahmen, die auch von Praktikern und Expertinnen vorgeschlagen worden sind, so spät umgesetzt worden sind, das ist für mich Ausdruck eines Politikversagens mit Ankündigung. Wir sind jetzt in der Phase der Pandemie, wo eine Notbremse gezogen werden musste im November. Es musste eine Notbremse gezogen werden, weil insbesondere bei den Risikogruppen die Zahl der Infektionen mit auch dann den schweren Verläufen zugenommen hat. Jetzt werden aber auch langsam die damit verbundenen Schäden sichtbar. Ich spreche nicht nur von der Verschuldung der öffentlichen Haushalte, meine Damen und Herren, nicht nur von der Situation der Wirtschaft insgesamt. Ich spreche von dem Inhaber einer Pizzeria bei mir in Berlin um die Ecke, der verzweifelt wegen seiner eigenen wirtschaftlichen Zukunft ist und der Wut empfindet. Ich denke an soziale Folgen. Vorige Tage war ich zusammen mit einer Familie und die junge Tochter erzählte, wie sehr sie ihre Grundschullehrerin, wie sehr sie den Unterricht vermisst. Wer hätte das geglaubt, dass Schülerinnen und Schüler einmal erklären, wie sehr sie sich freuen würden, endlich wieder in den Unterricht gehen zu können. Diese Pandemie und ihre Bekämpfung hat also bedeutende soziale und wirtschaftliche Folgen. Sie hat Auswirkungen auf die weitere Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft insgesamt. Nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel. Natürlich ist der Gesundheitsschutz ein hohes Gut. Aber für den Gesundheitsschutz müssen wir die angemessenen Mittel wählen. Das möglichst mildeste Mittel wählen, um den bestmöglichen Gesundheitsschutz zu erreichen. Auch der beste Zweck heiligt dabei nicht jedes Mittel. Daran denke ich angesichts der Entscheidungen, die gestern eine Bund-Länder-Runde getroffen hat. Sie haben das verfolgt. Ein Bewegungsradius von 15 Kilometern. Das Infektionsrisiko wird allerdings nicht durch die Strecke bestimmt, sondern den Kontakt mit anderen Menschen. Ein solcher Bewegungsradius, der hat auch ungleich andere Auswirkungen im ländlichen Raum als etwa in Ballungsgebieten, wo dann nahezu alles noch weiter möglich ist. Es gibt keine klare Perspektive für die Öffnung der Schulen. Die besonderen Leidtragenden sind wiederum die Kinder und Jugendlichen, die sich auf die Schule gefreut haben, die sie auch brauchen für ihre soziale Entwicklung. Unklar ist, wann, wo, wie die Schulen geöffnet werden. Und das ist eine Tragödie, insbesondere den Familien, die ihren Kindern auch nicht die Anregungen, die Unterstützung, Förderung zu Hause zuteil werden lassen, die sie in der Schule brauchen. Da geht ein Stück Strukturierung des Alltags verloren. Und wiederum, die besonderen Lasten werden getragen von den Müttern, weil sehr oft in unserer Gegenwart immer noch die Frauen in den Familien die besondere Belastung der Arbeit für die eigene Familie haben. Es gibt Beobachterinnen, die gehen davon aus, dass wir durch diese Pandemie ein Jahrzehnt der gewünschten Gleichstellung der Geschlechter verlieren können. Dazu darf es nicht kommen. Deshalb brauchen wir schnellstmöglich eine Öffnungsperspektive für die Schulen. Gegebenenfalls unter veränderten Bedingungen. Die Jüngeren und die Abschlussjahrgänge zuerst in Wechselmodellen, vielleicht auch an anderen Orten und danach erst wieder der volle Präsenzunterricht. Aber so schnell wie möglich müssen wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche wieder ihr Bürgerrecht auf Bildung wahrnehmen können. Und es gibt eine Regel, dass zukünftig wir alle uns nur noch im eigenen Haushalt mit einer weiteren Person treffen können.
So sehr ich die Notwendigkeit der Kontaktbeschränkung verstehe, so schießt diese Bestimmung doch über das Ziel hinaus. Sie bedeutet ja nichts anderes, dass beispielsweise Oma und Opa nicht mehr gemeinsam zu Besuch kommen können. Diese Regel führt dazu, dass an vielen Stellen Nachbarschaftshilfe zur Betreuung der Kinder nicht mehr möglich ist. Und deshalb sollte diese Regel korrigiert werden. In Schleswig-Holstein hat man in der Praxis gute Erfahrung mit der Regel gemacht, dass nur zwei Haushalte sich treffen können, bis zu 5 Personen. Das beschränkt die Kontakte, was notwendig ist, und erlaubt zugleich soziales Leben und dass Menschen sich mit dieser Situation einrichten können. Die gestern beschlossenen Freiheitseinschränkungen, sie sind leider vielfach nicht verhältnismäßig. Sie sind aber auch nicht praxistauglich. Und in manchen Fällen führen sie sogar zu inhumanen Ergebnissen. Wir brauchen, meine Damen und Herren, eine Perspektive. Niemand kann Ihnen seriös versprechen, dass wir morgen wieder alles öffnen, von jetzt auf gleich zurückkehren in die Normalität. Aber Zug um Zug muss mehr gesellschaftliches Leben und Miteinander wieder möglich werden. Im Zuge der Beschleunigung des Impfens, des besseren Schutzes der Risikogruppen, neuer digitaler Möglichkeiten der Pandemiebekämpfung muss es möglich sein, dass auch regional vielleicht zuerst geöffnet werden kann. Nicht in jeder Region ist das Infektionsgeschehen gleich. Und deshalb in den Regionen, an den Orten, wo es bereits verantwortbar ist zu öffnen, sollte es auch eine regional differenzierte Herangehensweise geben. Nach einem klaren, systematischen Reaktionsschema. Nach dem Motto, wenn Situation X, dann gilt Maßnahme Y. Das schafft Berechenbarkeit für die Menschen, Handlungssicherheit auch für die Behörden. Eine solche Regionalisierung des Krisenmanagements ist unsere Chance, in diesem Frühjahr an so vielen Stellen wie möglich unsere Freiheit wieder leben zu können. Meine Damen und Herren, unsere deutsche Politik, ich weiß nicht, ob Sie es auch so auffassen wie ich, die war stark darin, Opfer zu verlangen. Und die Zustimmung der Bevölkerung zu auch den sehr einschneidenden Maßnahmen der Regierungen, die ist unverändert sehr hoch. Unsere Gesellschaft, ihre Menschen, sie sind auch so diszipliniert im Umgang mit der Pandemie, wie man es von einer liberalen, einer vielfältigen Gesellschaft auch nur erwarten kann. Wo aber, frage ich mich, war die Corona-Warn-App, als andere sie schon hatten bei uns? Und warum ist sie auch bis heute nicht so gut, wie sie sein könnte? Warum haben wir keine systematische Teststrategie in Alten- und Pflegeheimen? Warum in Klassenräumen keine Luftreiniger, die auch dort dann ein Unterrichtsgespräch ermöglichen? Warum kann man sich in Israel auf einer Webseite für den Impftermin anmelden? Warum sind die Novemberhilfen im Januar immer noch nicht ausgezahlt? Warum werden die Verluste des letzten Jahres 2020 nicht verrechnet mit den Gewinnen der Vorjahre 2018, 2019? Warum haben wir in Deutschland gestritten und diskutiert über das Für und Wider der Impfung an sich, während andere auf der Welt bereits mutig entschieden haben, zu bestellen und Logistik aufzubauen? Meine Damen und Herren, mein Eindruck ist, Deutschland ist stark dabei gewesen, wo es um Pflichterfüllung, um Disziplin, um Regeln geht. Aber wo es um kreative und innovative Lösungen ging, wo es um im besten Wortsinne unternehmerisches Entscheiden und Handeln der Politik ging, da haben andere uns den Rang abgelaufen. Bei nichts wird das so deutlich wie beim Impfchaos. Der Vizekanzler hat über den Kabinettstisch seinem Kollegen, dem Gesundheitsminister, einen Fragenkatalog überreicht. Das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum. Dem Vernehmen nach hat die Bundeskanzlerin die Zuständigkeit für das Impfen jetzt auch bei sich konzentriert und dem Gesundheitsminister entzogen. Sie werden sich Ihr eigenes Bild davon machen. Sie brauchen jetzt nicht meinen parteipolitisch geprägten Kommentar zu diesen Vorgängen. Eins aber ist klar, die politische Verantwortung für vergangene Entscheidungen, die wird zugeordnet werden, wird aufgeklärt werden müssen. Aber für Sie, für uns alle viel wichtiger sind doch die Lösungen, wie wir das Impfen verbessern, wie wir aus dieser Situation durch einen besseren Schutz, durch,
durch Impfung unserer Gesellschaft herausfinden. Und dazu empfehlen wir einen Impfgipfel. Wir haben schon vor einiger Zeit angeregt, dass die Bundesregierung mit der pharmazeutischen Industrie zusammenkommen sollte, um zu prüfen, was kann getan werden, um die Produktion zu erhöhen, um die Kapazitäten auszubauen. Vielleicht gibt es administrative Hürden, die wir beseitigen können. Vielleicht gibt es freie Kapazitäten, die anders eingesetzt werden können. Das müsste man im Gespräch ausloten. Übrigens, wenn es auf der europäischen Ebene bei der Zulassung anderer Impfstoffe bürokratische Bremsen gibt, aufgrund der Zusammenarbeit der 27 EU-Länder, und es nicht medizinische Bedenken sind, die die Zulassung eines neuen Impfstoffs verzögern, dann sollte Deutschland auch nicht ausschließen, übergangsweise eine nationale Notfallzulassung zusätzlicher verfügbarer Impfstoffe zu beschließen. Wir müssen sprechen mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die sowieso millionenfach jedes Jahr impfen. Die müssen wir einbeziehen in den Impfprozess, um das Tempo zu erhöhen. Wir brauchen mobile Impfteams, die Menschen mit einem besonderen Risiko vielleicht auch zu Hause besuchen. Wir müssen also alles unternehmen dafür, dass diejenigen, die es wollen, einen Impfschutz erhalten. Das Impfen wird weiter eine freiwillige Angelegenheit sein, wenn es nach uns geht. Aber mein herzlicher Appell an Sie ist, machen Sie sich die Entscheidung nicht zu leicht, wenn Sie Skeptikerin oder Skeptiker sind. Prüfen Sie genau, was sind die Risiken und was ist der Nutzen. Es ist Ihre freie Entscheidung, aber wir müssen sie ernsthaft treffen. Denn individuell besteht Freiwilligkeit beim Impfen. Für die Gesellschaft insgesamt ist die Impfung aber eine Freiheitsfrage und eine Chance auf baldige Normalität. Deshalb nutzen Sie die Möglichkeiten dann, wenn sie bestehen. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat auch Folgen für die freiheitliche Ordnung. Es war mitunter notwendig, dass die Regierungen Sonderbefugnisse reklamiert haben. Wir sind nach und nach in so eine Art Ausnahmezustand geraten. Sehr oft, wie übrigens auch bei den Entscheidungen des gestrigen Tages, sind die Parlamente in eine Zuschauerrolle geraten, die nachträglich diskutieren und bewerten können, die aber nicht die Entscheidungen vorprägen. Auch bei den Grundrechtseingriffen, die jetzt vorgenommen werden, glaube ich, dass es sinnvoller wäre, den Entscheidungsspielraum der Regierungen enger zu fassen, über das Parlament zu lenken, indem zum Beispiel vorgegeben wird, was in einer bestimmten Situation für Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt sind und was noch nicht oder grundsätzlich nicht. Diese Situation, diese Ausnahmesituation, die beginnt auch Haltungen, die beginnt auch Mentalitäten, die beginnt die Liberalität unserer Gesellschaft insgesamt zu formen, ich sage zu verformen. Ich erinnere mich an Stellungnahmen eines SPD-Bundestagsabgeordneten, der unlängst beklagte, dass Grundrechtseingriffe jetzt, wie jetzt bei der Pandemie zur Bekämpfung von Corona, ja leider nicht zu erwarten sind bei der Bekämpfung des Klimawandels. Die Ausnahmesituation, in der wir jetzt sind, mit diesem starken Staatszugriff und der Einschränkung, der Beschneidung unserer Grundrechte, die empfinden manche zur Erreichung anderer Ziele offenbar auch als zumindest bedenkenswert. Von gewissen Klimaaktivisten gab es ähnliche Vorschläge schon in der Vergangenheit. Die Verformung der Liberalität unseres Landes wurde für mich auch deutlich bei der Debatte um sogenannte Vorrechte für Geimpfte. Freiheiten werden in unserem Land eingeschränkt aufgrund der Gefahr, die es abzuwenden gilt. Wenn von einem Geimpften, sofern die Wissenschaft das bestätigt, aber keine Gefahr mehr ausgeht, dann entfällt zugleich auch der Grund für den Grundrechtseingriff. Wenn in einer Gesellschaft damit begonnen wird, die Grundrechte, die in unserer Verfassung verbrieft sind, umzuformen in eine Form der Privilegien, dann verändert das den Charakter unserer Gesellschaftsordnung insgesamt. Ich verkenne nicht den sozialen Sprengstoff, meine Damen und Herren, der damit verbunden ist, dass
ein Geimpfter bereits wieder seine Grundrechte verwirklichen, seine Freiheit nutzen kann und andere, die noch nicht den Impfschutz haben, nur dabei zusehen dürfen. Ich verkenne nicht den sozialen Sprengstoff, der damit verbunden ist. Die Lösung muss aber sein, das Impfen für diejenigen, die es wollen, so zu beschleunigen, dass sich diese gesellschaftliche Grundentscheidung, dieser Konflikt in den nächsten Wochen und Monaten gar nicht erst entzünden kann. Der erste Impfstoff, der verfügbar war, das war der Impfstoff von BioNTech. Das war eine gute Nachricht. Ein in Rheinland-Pfalz entwickelter Impfstoff für die Welt. Diese Nachricht ist eine Verheißung auf Verbesserung der Situation. Und vielleicht ging es Ihnen wie mir. Diese Nachricht hat mich auch stolz gemacht, was in unserem Land möglich ist. Da sind zwei Menschen, beide mit einer Zuwanderungsgeschichte, Frau Türekci und Herr Scharin, die unser Bildungssystem erfolgreich durchlaufen, die Spitzenforscher werden, die ein Unternehmen gründen und die danach eine für die Menschheit segensreiche Innovation erreichen. Eine großartige Erfolgsgeschichte. Meine Damen und Herren, geben wir uns aber bitte nicht der Illusion hin, dass diese Erfolgsgeschichte repräsentativ für unser Land wäre, dass sie eine Selbstverständlichkeit wäre. Ich fürchte, gerade das Gegenteil stimmt. 5 Gründe. Deutschland ist erstens kein fortschrittsfreundliches Land mehr. Es gibt sehr schnell bei uns Mehrheiten gegen etwas, aber es dauert sehr lange, Mehrheiten für etwas zu gewinnen. Wir steigen öfter aus Technologien aus als in neue ein. Wir verschließen öfter Technologiepfade für die Zukunft, als dass wir neue eröffnen. Es ist bereits gesagt worden, wäre es nach unseren Mitbewerbern von den Grünen gegangen, hätte es solch eine gentechnologische Entwicklung überhaupt gar nicht gegeben. Uns alle sollte das eine gewisse Demut lehren. Wir können zukünftige technologische Entwicklungen schlicht nicht voraussehen. Und deshalb sollten wir nicht ohne Not und vor der Zeit Türen schließen, durch die vielleicht nächste Generationen gehen müssen. Bei der Frage der Antriebstechnologien beim Auto, bei der Frage der Veränderung unserer Wirtschaft aufgrund des Klimaschutzes, neue Technologien dort. Bei der Frage der Gentechnologie in einem umfassenden Sinne und anderer Formen der Biologisierung des Lebens im Bereich der Digitalisierung. Sorgen wir dafür, dass wir wieder ein offenes, ein technologiefreundliches Klima haben. Gewähren wir Forschungsfreiheit stärker, als wir es bisher tun. Vertrauen wir also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass ihr Handeln auch ethisch begründet ist. Deutschland hat zweitens in den vergangenen Jahren unkontrollierte Zuwanderung erfahren, aber wir sind bis heute kein attraktives Einwanderungsland. Die Talente der Welt, die kommen nicht zuerst nach Deutschland. Das hat damit zu tun, dass wir immer noch kein unbürokratisches Einwanderungsrecht haben, das eine Einladung ausspricht, für die hellsten Köpfe der Welt ihr Glück bei uns zu suchen. Das muss sich rasch ändern. Es hat aber auch etwas mit dem Klima in unserer Gesellschaft selbst zu tun. Wer sein Glück sucht und sich etwas aufbauen will, warum in Deutschland, wo kein anderes Land so sehr wie Deutschland das individuelle Vorankommen durch Bürokratismus, durch Steuern und durch Abgaben erschwert? Wer sich etwas aufbauen will, der hat woanders bessere Gelegenheiten. Da gelingt der soziale Aufstieg leichter. Auch in unserer Gesellschaft insgesamt ist das Klima noch nicht so offen, wie es sein sollte. Gerade für Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Als vor der letzten bayerischen Landtagswahl die CSU Kruzifixe in öffentliche Gebäude aufgehangen hat, da war das nicht ein Symbol der Weltoffenheit. Es war nicht eine Einladung an Menschen, unabhängig von ihrer kulturellen und religiösen Prägung, als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Deutschland ihr Glück zu suchen, sondern es war eher das Statement, dass unser Land sich aus anderen kulturellen Quellen speist, als aus dem Gedanken gemeinsam vertretener freiheitlicher Werte, die eigentlich
den Unterschied machen müssten. Und leider gibt es in unserem Land auch unverändert gegenüber Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte Alltagsrassismus. Der falsche Nachname führt zu oft noch dazu, gar nicht erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, führt zu oft dazu, dass Menschen, die Mietinteressentinnen und Interessenten sind, gar nicht die Gelegenheit haben, sich eine Wohnung anzusehen. Das kann man nicht gesetzlich alles regeln und verordnen, ich weiß. Solche Mentalitäten prägen sich im Alltag. Aber Sie, ich, wir alle sind aufgefordert, die Sensibilität zu haben, dass Toleranz und Respekt in kultureller und religiöser Hinsicht eine Anforderung ist, die wir an andere, die zu uns kommen, stellen, der wir aber in einer freiheitlichen Gesellschaft auch selbst gerecht werden müssen. Der Erfolg von BioNTech, der speist sich auch aus einem tollen Paar, das gemeinsam Forschung vorantreibt und Unternehmen gründet. Frau Türekci ist eine Spitzenforscherin. Wie viele Gründerinnen, wie viele Spitzenforscherinnen, wie viele Managerinnen in solchen Funktionen haben wir aber in unserem Land? Auch dort besteht ein großer Nachholbedarf. Er beginnt dabei, dass wir Mädchen und jungen Frauen auch stärker als bisher naturwissenschaftlich-technische Berufe näher bringen müssen und sie nicht in vielleicht vorhandene Rollenmuster, die längst überkommen sind, hineinsprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass solche Karrieren in Forschung und Wirtschaft möglich sind, indem wir auch die Rollenmuster in der Familie überdenken, indem wir auch die Möglichkeiten der Betreuung außerhalb der Familie so verbessern, dass Frauen sich nicht mehr entscheiden müssen zwischen beruflichem Erfolg, wo auch immer, und dem Bemühen um die eigene Familie, der Sorge um die eigenen Kinder. Das ist keine repräsentative Karriere von Frauen in Deutschland, die Frau Türekci gemacht hat. Und viertens haben wir ein Problem auch in unserem Bildungssystem, sprechen wir es offen aus. Wer eine Migrationsgeschichte hat oder aus einer Familie kommt, wo es keine hohen Bildungsabschlüsse gibt, bei ihr oder bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit, Bildungserfolg zu haben, geringer als bei denen, die ohnehin schon aus einer Familie kommen, wo hohe Abschlüsse oder gar akademische Abschlüsse die Regel waren. Fast nirgendwo sonst auf der Welt bestimmt die familiäre Herkunft den Lebensweg wie in Deutschland. Im Land der sozialen Marktwirtschaft mit ihrem Aufstiegsversprechen ist das eigentlich der größte Gerechtigkeitsskandal. Übrigens führt das auch dazu, dass wir viele Mittel, die wir in unserem Sozialbereich einsetzen, darauf konzentrieren müssen, Versäumnisse des Bildungssystems das ganze Leben lang zu kompensieren. Eigentlich müssten wir ja einen investiven Sozialstaat haben, der sich darauf konzentriert, am Anfang beste Voraussetzungen zu schaffen, damit man später im Verlauf des Lebens bei Schicksalsschlägen, aber nicht dauerhaft, auf die Unterstützung der Solidargemeinschaft angewiesen ist. Davon sind wir weit entfernt. Sowohl in der Breite als auch in der Spitze ist unser Bildungssystem von der Kita über die Schule, den beruflichen Bereich bis zum akademischen Bereich nicht so gut, wie es sein müsste. Ich sehe darin eine der wesentlichen gesellschaftlichen Herausforderungen für die nächste Dekade. Das Ziel zu haben, dass unser Bildungssystem wieder in der Weltspitze mitsprechen kann. Dazu werden wir uns selbst auf den Prüfstand stellen müssen. Gerade hier in der Pandemie hat sich gezeigt, dass digitale Didaktik nicht vorhanden ist. Wir werden sie nicht auf Dauer für Lernen auf Distanz gebrauchen können und müssen, so hoffe ich. Aber digitale Didaktik ergänzt eben auch den Präsenzunterricht. Wir haben die technische Ausstattung nicht. Vielfach müssen Lehrerinnen und Lehrer auch noch sich mit den neuen Methoden vertraut machen. Wie ist die Situation der Gebäude, von der Kita bis zur Hochschule? In welchem Zustand sind diese Gebäude? Haben wir einheitlich vergleichbare Regelungen, die es Menschen auch erlauben, zwischen den Bundesländern sich zu vergleichen oder umzuziehen, den Arbeitsplatz zu wechseln, ohne dass es zu einem Risiko der Bildungslaufbahn der Kinder wird? Also wir müssen uns eine neue Frage stellen, ob nicht in unserem Land es schon auch eine Reform der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern braucht, mit mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern, mehr gemeinsamen Standards, die sich nicht orientieren am schwächsten Bundesland in Deutschland, sondern gemeinsam Standards, Methoden und Ambitionen, die sich orientieren wieder an den Besten in der Welt. Deutschland ist auch kein unternehmerfreundliches Land. Wir feiern jetzt den Erfolg von BioNTech,
ein Unternehmen, das jetzt ein Einhorn geworden ist. So nennt man ja die Unternehmensgründungen, die irgendwann die Wertschwelle von 1 Milliarde Dollar überschreiten. Aber wie viele Neugründungen von Unternehmen, die in diese Größenordnung vorstoßen, gibt es eigentlich in Deutschland? Wir haben gesehen, im vergangenen Jahr gab es ein Unternehmen mit Wirecard, das lange auch als Innovationstreiber gesehen worden ist und das sich am Ende als ein großer Betrug entpuppt hat, der noch Fragen aufwirft zur Rolle der öffentlichen Finanzaufsicht, die ja gut darin ist, jeden kleinen Anlagevermittler zu beobachten, aber bei diesen großen systemischen Risiken offensichtlich versagt hat. Wir sind also kein Land, das Spitzenunternehmen, Start-ups neu hervorbringt. Wir haben sehr viele bürokratische Hürden, wenn es darum geht, dass Menschen den Traum von der Selbstständigkeit erfüllen wollen. Wir haben viele Hürden dabei, wenn Menschen durch großartige Produkte unser Leben bereichern wollen und natürlich dann auch selbst als Unternehmerinnen und Unternehmer den eigenen Erfolg damit sichern wollen. Wir beantworten unternehmerisches Engagement, wenn es daneben geht, oft mit Häme oder eben mit Neiddebatten und Diskussionen über Umverteilungen, Steuererhöhungen und anderes mehr, gar Enteignung und Sonderopfer, wie jetzt gerade aktuell in der Phase der Pandemie. Wir sollten das ändern. Wir sollten ein Land werden, das die Übernahme unternehmerischer Risiken und Innovationskraft wieder mit Anerkennung beantwortet, mit Respekt beantwortet, wenn Menschen bereit sind, in diese Form des Lebens zu wechseln, die eben nichts mehr zu tun hat mit Stechuhr, sondern mit der Verantwortung für andere Menschen, Verantwortung für unsere Gesellschaft. Wir sollten ein Klima schaffen, das diese Anstrengungen belohnt. Wir sollten Rahmenbedingungen schaffen, die die bürokratischen Hürden senken. Schon zu Beginn, aber auch dauerhaft, sollten die bürokratischen Fesseln gelockert und gelöst werden. Niemand hat die Bonpflicht, die Anfang letzten Jahres eingeführt worden ist, vorher vermisst. Bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es Anlass zur Verbesserung. Wir haben bei der Dokumentationspflicht inzwischen einen Wust und viele, viele andere Fragen mehr lenken davon ab, worum es wirklich geht, nämlich neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen, um mit hochinnovativen Produkten unseren Wohlstand auf den Weltmärkten zu sichern. Machen wir auch Kapital verfügbar, privates Kapital, das investiert werden kann in unternehmerische Träume, damit daraus eine neue Wachstums- und Wohlstandsgeschichte für unser Land erwächst. Schaut man also auf unser Land bei der Frage der Technologiefreundlichkeit, bei der Frage, wie gehen wir mit Bildungschancen und der Teilhabe von Frauen um, bei der Frage der Unternehmens- und Unternehmerfreundlichkeit. Schauen wir uns das an, so müssen wir feststellen, BioNTech ist nicht repräsentativ für Deutschland, wie es ist. Aber diese Erfolgsgeschichte ist eine Inspiration für Deutschland, wie es sein könnte. Was hält uns davon ab, genau das nun zu verwirklichen? Aus dieser Pandemie heraus zu schauen, welche Potenziale in unserem Land bestehen, sie zu nutzen. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir es tun? Deutschland steht nach der Pandemie, ich bin kein Kassandra-Rufer, aber Realist, vor einer Phase der Neugründung. Die Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft ist eher beschleunigt worden durch diese Pandemie. Auf der Weltbühne hat sich Dramatisches verändert. Unsere Produkte werden sich nicht mehr automatisch auf der Weltbühne verkaufen, sondern ganz im Gegenteil, wir werden unseren Platz auf der Weltbühne neu begründen und erarbeiten müssen. Und deshalb nutzen wir dort diesen Impuls, den wir erfahren durch die Inspiration und durch die Wahrnehmung der Schwierigkeiten, die wir während der Pandemie haben, um unser Land grundlegend zu erneuern. Setzen wir auf Wachstum. Wenn jetzt gefragt wird, ja, wer trägt die Folgen der Pandemie, da sprechen manche schon wieder von Steuererhöhungen. Das ist kein guter Rat, wenn man die Wirtschaft beleben will, wenn man attraktiv werden will für private Investitionen, auch aus der Welt, die zu uns fließen können, und wenn man individuellen Aufstieg den Menschen in der Breite der Mittelschicht erleichtern will. Man macht Deutschland nicht stark, indem man diejenigen weiter schwächt, die sich etwas aufbauen wollen oder die unternehmerische Risiken tragen. Sie wissen, wir Freie Demokraten, wir nehmen unsere Wahlzusagen sehr ernst. Es ist sogar vorgekommen, dass wir einmal eine Regierungsbeteiligung nicht eingegangen sind, weil wir zentrale Wahlzusagen, die wir Ihnen gegeben haben, nicht erfüllt sehen können. Deshalb bin ich sehr sparsam mit definitiven Aussagen. Aber eine will ich doch machen. Wäre ich Finanzminister, dann würde es in Deutschland keine Erhöhung der Steuern auf die Einkommen der Beschäftigten oder derjenigen geben, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen.
keine zusätzliche Belastung, sondern die Arbeit an einer Entlastungsinitiative. Mit einer einzigen Ausnahme, die ich machen will. Die Konzentration eines nächsten Finanzministers darf nicht darauf liegen, zu schauen, wie er mehr Geld in die Kasse bekommt, indem er die Menschen, die in der Mittelschicht und im Mittelstand tätig sind, stärker zur Kasse bittet. Die Aufgabe muss daran liegen, dafür zu sorgen, dass die Online-Giganten, dass der Silicon Valley-Plattform-Kapitalismus seinen fairen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens zahlt. Deren volkswirtschaftliche Bedeutung beispielsweise von Amazon ist gewachsen durch die Pandemie und deshalb wächst auch die Dringlichkeit, hier zu fairen Rahmenbedingungen zu kommen. Die anderen wollen das Schuldenmachen zu einer neuen Staatsphilosophie erklären. Davon kann ich nur abraten, denn wir alle werden diese Schulden irgendwann begleichen müssen. Wenn Deutschland zu lange zu viele Schulden macht, ist das auch eine Destabilisierung unserer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Pandemie darf nicht bereits die Grundlage schaffen für die nächste Staatsschulden- und Finanzkrise, wie wir sie vor 10 Jahren hatten. Denn unsere Handlungsmöglichkeiten sind heute geringer, als sie es damals waren. Nein, wir brauchen eine Politik, die durch Wachstumsfreundlichkeit für Prosperität und wachsende Staatseinnahmen sorgt. Eine solche Politik würde uns erlauben, aus den Schulden herauszuwachsen, Aufstiegschancen zu verwirklichen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze zu schaffen. Eine solche Politik müsste ansetzen bei der Vergrößerung der wirtschaftlichen Freiheit und der Eigenverantwortung durch weniger Bürokratismus, durch eine Reduzierung der steuerlichen Belastung, eine Reduzierung der Kosten für die Energie. Und eine Erhöhung der Attraktivität privater Investitionen. Und nicht zuletzt muss sie dafür sorgen, dass die öffentlichen Investitionen, die in den Haushalten stehen, auch tatsächlich in moderner Infrastruktur ankommen. Nutzen wir diesen Impuls, wie man die Pandemie bekämpfen kann, doch auch für die Arbeit an den anderen großen Menschheitsherausforderungen wie dem Klimaschutz. Warum sprechen wir nur über Verbote und Dirigismus? Anfang dieses Jahres wurde ein CO2-Preis eingeführt von CDU, SPD und Grünen. Sie haben es gemerkt beim Tanken, das ist plötzlich teurer. Das ist das alte Prinzip. Man erhöht den Preis und glaubt, dadurch würde sich das Verhalten irgendwann verändern. Bei der Ökosteuer hat das aber nicht funktioniert. Und deshalb nutzen wir doch einen Neugründungsimpuls, einen Veränderungsimpuls unserer Wirtschaft auch für den Klimaschutz. Indem wir Erfindergeist mobilisieren, indem wir die Instrumente der Marktwirtschaft in den Dienst ökologischer Ziele stellen. Sie könnten jetzt sagen, naja, das ist so eine abstrakte Formulierung. In Wahrheit geht es darum, den Klimaschutz gar nicht ernst zu nehmen. Ich kenne solche Vorhaltungen. Aber glauben Sie mir, uns ist es ernst damit. Aber wir haben einen anderen Weg. Wir glauben, dass im Ideenwettbewerb, im Vertrauen auf die Souveränität der Konsumenten und die Fähigkeit unserer Ingenieurinnen und Ingenieure, wir die neuen Technologien finden, die es erlauben, günstiger, zu geringeren Kosten als bisher CO2-Ziele zu erreichen. Das muss auch unser deutscher Anspruch sein, denn viele werden jetzt nach der Pandemie auf der Welt in einen Aufholprozess in der Wirtschaft starten. Und unser Beitrag als deutsche Volkswirtschaft muss sein, die Technologien zur Verfügung zu stellen, die einen Aufholprozess und mehr wirtschaftliche Dynamik vereinbar machen mit der notwendigen Ressourcenschonung. Und nutzen wir diesen Neugründungsimpuls, meine Damen und Herren, dafür, auch unseren Staat und seine Systeme auf den Prüfstand zu stellen. Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung werden in der alternden Gesellschaft jetzt neue Grundlagen brauchen. Also diskutieren wir nicht über feste Renteneintrittsalter, sondern individualisieren wir das Renteneintrittsalter, wie auch unsere Gesellschaft vielfältig geworden ist. Stärken wir die Möglichkeit zur privaten Vorsorge. Geben wir uns mit einem Digitalisierungsministerium eine zweite Chance, vergangene Versäumnisse aufzuholen, die öffentliche Verwaltung zu modernisieren, zu digitalisieren, damit der Behördengang so leicht wird wie das Ändern der Lieferadresse bei einem Online-Anbieter. Nutzen wir diesen Gründungsimpuls, um die staatliche Zusammenarbeit, zum Beispiel im Bildungssystem, wovon ich gesprochen habe, neu zu prüfen, damit wir im Weltmaßstab wieder erfolgreich sind. In diesem Jahr geht es um Grundsatzentscheidungen. Sie werden dieses Jahr entscheiden, zuerst in Baden-Württemberg, wo Uli Rülke antritt, und in Rheinland-Pfalz mit Daniela Schmidt, welche Richtung das Land in den 20er Jahren gehen soll. Es ist eine Grundsatzentscheidung, ob Sie eher daran glauben, dass die Zukunft unseres Landes in einer neuen Staatsfrömmigkeit besteht, bei dem wir alle Entscheidungen an Regierungen abtreten, oder in der Rückbesinnung auf die Freiheitsliebe und den Gedanken der Eigenverantwortung, den Ideenwettbewerb um die besten Lösungen.
Wenn Sie auf die Freiheitsliebe vertrauen, dann sind wir Freie Demokraten Ihr Ansprechpartner. Wir glauben, dass bei der Neugründung unseres Landes der Gedanke der Liberalität wieder im Zentrum stehen muss. Und zwar in einem umfassenden Sinne. Liberalität der Gesellschaft, Liberalität der Wirtschaft. Diese Pandemie hat eins gezeigt, wie wertvoll die Freiheit in einem umfassenden Sinne und in jedem Bereich unserer Gesellschaft ist. Wir sind hier vor einem leeren Saal. Und der politische Auftrag, meine Damen und Herren, dieses Jahres ist, dafür zu sorgen, dass wir alle wieder unsere Plätze einnehmen können. Unsere Plätze als Beschäftigte an einem sicheren Arbeitsplatz statt in Kurzarbeit. Unsere Plätze im Klassenraum als Schülerinnen und Schüler. Den Platz der Kulturschaffenden auf dieser Bühne. Und auch den Platz souveräner Bürgerinnen und Bürger, die ihre Regierungen kritisch begleiten, ihre Grundrechte kennen und ihre Freiheit lieben. Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung für unser Land. Mehr noch, wir haben Lust auf Gestaltung. Wir haben Lust darauf, nach dem Ende der Ära Merkel am nächsten Kapitel unseres Landes mitzuschreiben. Im Geiste der Freiheit. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Meine sehr verehrten